Die FPÖ hat am Dienstag erst eine dringliche Anfrage eingebracht beim Nationalrat und hat ein sofortiges Ende des Lockdowns für ungeimpfte Personen gefordert. Heute hat die Bundesregierung verkündet, dass mit Montag ein bundesweiter Lockdown in Kraft tritt, und zwar für die Allgemeinheit. Vermutlich nicht ganz in Ihrem Interesse. Nein, natürlich ist das nicht in unserem Interesse, und das zeigt, dass diese Bundesregierung seit dem März 2020 nichts dazugelernt hat, sondern immer mit den gleichen Rezepten nach außen geht und immer permanent also die Leute einsperrt. Impfen, einsperren, einsperren, impfen, das sind die beiden Lösungsansätze. Wir sehen jetzt heute im November 2021, diese Lösungsansätze sind gescheitert. Sie haben gerade angesprochen, die Bundesregierung hätte nichts dazugelernt. Was hätte sie denn lernen müssen? Also zunächst einmal hätte sie gleich mal lernen müssen, dass wir unsere Kapazitäten ausbauen, weil es war ja schon im März klar, wenn das eine weltweite Pandemie ist, dass die nicht nach 3 Monaten für immer vorbei sein wird. Im Gegenteil, wir haben also hier das Pflegepersonal tatsächlich vertrieben aus den Krankenanstalten, wir haben sie vergrämt. Sie haben keinen Bonus bis heute, nicht einmal die 500 Euro, die wir schon im Juni im Nationalrat beschlossen haben, sind bis heute geflossen. Es wird alles abgeladen auf das Pflegepersonal, ungeimpfte Pfleger, die vor ihrem eigenen Krankenhaus demonstrieren, müssen sich beschimpfen lassen in den sozialen Medien, und dann müssen sie sich beschimpfen lassen von einer Landesrätin, die sie als Todesengel bezeichnet. Weil man sollte schon auch ein bisschen überlegen, welche Sprache man da anwendet und welchen Keil man da in die Bevölkerung hineintreibt. Also das ist ganz etwas Schräges. Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, haben gute Gründe, die haben sich es auch überlegt, und ich glaube, das muss eine Gesellschaft aushalten. Und Israel, das ja das leuchtende Vorbild ist, hat eine Impfquote, die annähernd gleich ist wie unsere. Also ich weiß nicht, wo wollen wir hin? Nach Gibraltar, wo 100% Impfquote sind und wo Weihnachten abgesagt ist, Weihnachtsfeiern abgesagt sind. Was bräuchte es Ihrer Meinung nach jetzt konkret für Maßnahmen, um dieser Pandemie noch Herr zu werden, um die Zahlen senken zu können? Also jetzt mit heutigen Tag beginnend, also eigentlich schon länger, aber es ist ja nie zu spät, einen totalen Schutz der Risikogruppen, der Pflegeheime, der Krankenhäuser. Man sollte dort die Teststraßen ausbauen, die Leute sollen mit PCR-Test hinkommen, dort nochmal getestet werden, um versuchen, alles Menschenmögliche zu tun, dass eben kein Virus reinkommt. Wir wissen alle, es gibt nie 100% Schutz, aber man muss ihn minimieren, soweit es geht. Und dann muss man auch hergehen und sagen, jeder, der symptomatisch ist, auch wenn jemand 2 oder 3 Mal getestet ist, muss sich testen lassen, muss sich eben testen lassen. Das ist notwendig, damit wir tatsächlich Infizierte herausholen aus dem Geschehen. Wir haben ja diesen kuriosen Zustand, dass Personen, die doppelt geimpft sind, aber infektiös sind, eigentlich keinerlei Kontrolle unterliegen. Die können alles machen, die können in die Nachtgastronomie gehen, überall hin. Und können tatsächlich viele anstecken. Und das ist etwas, was sich dann halt weiter verbreitet. Wir wissen ja, dass wir es nicht mehr zurückverfolgen können. Contact Tracing ist völlig abgeschafft, also weil es einfach zu viel ist, weil es einfach nicht mehr geht. Und da wäre es notwendig, dass man auch die Geimpften testet, wenn sie zumindest symptomatisch sind. Also, weil Ungeimpfte müssen sie auch dauernd testen. Also finde ich auch viele, und ich würde wahrscheinlich bei den Geimpften auch mehr herausholen. Das wäre sicherlich einer der wesentlicheren Wege. Aber weg von Lockdowns, weg von Wegsperren, weg vom Einsperren, weg von einer Impfpflicht und vor allem weg von der Spaltung der Gesellschaft. Lange Zeit hat es geheißen, es wird keine Impfpflicht geben. Nun ist es soweit. Mit 1. Februar 2022 gilt diese allgemeine Impfpflicht auch in Kraft. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, die Regierung hat auch in diesem Fall die Bevölkerung belogen. Und mein erster Gedanke war an einen gewissen Herrn Ulbricht, seinerzeit, der auch immer gesagt hat, dass keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, keiner hat die Absicht, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Im Übrigen hat das der amtierende Gesundheitsminister noch vor wenigen Wochen gesagt, es wird sicherlich keine allgemeine Impfpflicht geben, und sie haben darauf hingearbeitet, weil sie meinen, damit kriegen sie irgendetwas noch im Griff, was sie jetzt in den letzten 21 Monaten falsch gemacht haben. Tausende Menschen sind mit der Corona-Politik der Regierung nicht einverstanden, gehen aus diesem Grund auch am morgigen Samstag auf die Straße, um zu demonstrieren. Über 10.000 Demonstranten werden erwartet. Denken Sie, dass es in Anbetracht der Corona-Zahlen die richtige Entscheidung ist, eine Demonstration hier durchzuführen bzw. zu dieser aufzurufen am Samstag?
Ich denke, angesichts dessen, was heute passiert ist, ist es ganz klar, dass die Leute morgen auf die Straße gehen werden. Das trägt nicht zur Deeskalation der Situation oder zur Zusammenführung der Gesellschaft bei. Aber im Übrigen möchte ich auch darauf hinweisen, es hat ja auch im Jänner, im Februar, im März in den Lockdowns mit sehr hohen Zahlen Demonstrationen gegeben und mir ist kein einziger Demonstrationscluster bekannt. Es gilt ja auch die FFP2-Maskenpflicht bei dieser Demonstration. Denken Sie, dass diese auch eingehalten wird? Es hat auch eine Demonstration am vergangenen Sonntag gegeben nach der Pressekonferenz, wo dieser Lockdown für ungeimpfte Personen ausgesprochen wurde. Da war zu beobachten, dass nur ein sehr kleiner Teil die FFP2-Maske getragen hat, der Großteil jedoch nicht. Und die ist relativ klein ausgefallen, diese Demonstration. Das kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich war nicht bei der Demonstration. Ich glaube auch, dass man, wenn man Maßnahmen setzt, sie auch den Bürgern erklären muss, welche Sinnhaftigkeit sie haben. Ich möchte nur sagen, Demonstrationen sind in der Regel im Freien. Und wir wissen alle, dass die Infektionsgefahr im Freien eher sehr gering ist. Das bedeutet, unbedingt eine FFP2-Maske braucht es Ihrer Meinung nach bei Demonstrationen nicht? Das habe ich nicht gesagt. Das ist einfach die gesetzliche Vorschrift. Sie haben mich gefragt, dass so viele das nicht getragen haben. Und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich haben Sie die Sinnhaftigkeit nicht verstanden. Noch einmal, es ist festgehalten, es muss sein, es ist in Verordnung, ist das eine Vorschrift für eine Demonstration. Und daher werden sich alle dran halten. Vielen herzlichen Dank. Gerne.